von Belsimtech ist vor kurzem die F86F Zapre als Open-Beta-Variante erschienen für DCS World, aktuell in der Version 1.29. Und die schauen wir uns heute einmal ganz kurz in einem kurzen Überview an. Der Gegenspieler der F86F in der MiG-Array war immer die MiG-15. Im Luftkampf, sie sind sich auch sehr ähnlich, wenn man sich das mal betrachtet. Und das ist guter Beginn des Jet-Zeitalters, trotzdem noch mit MGs im Luftkampf dogfight. Deshalb finde ich die sehr spannend, die Maschine. Hier sehen wir einmal ganz kurz, wie man die anstartet, die Maschine. Wie langsam das Triebwerk hochspult. Da bin ich mal etwas leiser. Kabinendach ist noch auf. So, und jetzt können wir gleich sehen, das Hydrauliksystem kommt auf den Betriebsdruck und dadurch schließen sich die Fahrwerksschächte, Klappen. Das da hinten, das ist die Luftbremse. Ja, mein Russisch ist ein bisschen eingerostet. Den Schalter können wir wieder auf Batterie stellen und dann das Canopy mal schließen und zur Startbahn rollen. Ist auch gleich ein bisschen angenehmer. Starten, nicht ganz einfach. Abhebegeschwindigkeit um die 120. Das heißt, bei 100 Knoten stellt man das, ja, macht man den Anstellwinkel, vergrößert man, indem man die Maschine ein bisschen anzieht und wartet darauf, dass bei 120 Knoten die Maschine sich alleine von der Startbahn löst, je nach Gewicht und Beladung. In dem langsamen Bereich ist die etwas instabil, die Maschine. Ist gar nicht so einfach zu fliegen. Wir werden das nachher gleich nochmal bei der Landung sehen. Aber als erstes wollte ich natürlich mal schauen, was taugt die Bewaffnung. Und es gibt eine Instant Action, kann man anklicken. Und dann gibt es einen kleinen Luftkampf mit einer AN-24. Luftkampf ist zu viel gesagt, eine Abfangübung. Und diese russische Transportmaschine hält eine ganze Menge aus. Sie mehrere Anflüge braucht, um mit meinen 6 Bordkanonen das Ding dann runterzuholen, aber irgendwann hat es dann doch geklappt. Und er geht da runter. So. Aber da jeder gegen Transportmaschinen kämpfen, würde ich es nicht nennen, antreten könnte, werden wir das jetzt natürlich gegen den Widersacher machen. Ich habe mir eine MiG 15 ausgewählt und den erstmal auf dem niedrigsten KI-Level versucht dran zu kriegen und er kurvt hier ganz schön mit mir. Die Soundgeräusche, die Atemgeräusche kommen von der Maschine, von dem virtuellen Piloten. So, und gefährlich ist, man muss immer aufpassen, dass man nicht quasi überholt, drüber schießt übers Ziel. Das kann recht leicht passieren oder scheint eine gängige Methode zu sein, den Gegner vor sich zu holen. Oder dass man kollidiert. Das war ja auch ganz schön knapp schon. Kleiner KI-Mistzack. So, aber irgendwann schafft man es dann, dass man wirklich hinter ihm ist. Passend 6 Uhr Position. Jetzt muss man nur noch treffen. Und dann geht er runter. Ja, von der Zieloptik, das habe ich mir jetzt noch nicht alles angelesen. Das ist auch noch, die Dokumentation ist auch noch rudimentär. Es ist, wie gesagt, eine Open Beta der Download-Version. Man kann die jetzt schon zum vergünstigten Preis erwerben. Hier auch schön im Cockpitfenster die Anstellwinkel zu sehen. Wahrscheinlich, falls man Bombenabwurf machen möchte. Ähnlich wie früher bei den Sturzkopfbombern, bei den Stuka. Die hatten das auch im Fenster drin. So, und dann wollte ich natürlich wissen, wie schnell ist die Kiste? Erstmal, wie hoch komme ich damit? Da war ich ungefähr bei 42.000 Fuß. Das ist schon mal nicht schlecht für eine Maschine ohne Nachbrenner. Und ich habe es tatsächlich geschafft, Überschallgeschwindigkeit herbeizuführen. Nein, auf Überschall zu kommen. Auf Mach 1, ein paar zerquetschte. Hier unten links, ich blende das mal gerade ein. Die Maschine wird sehr instabil. Sehr, sehr instabil. Ich habe gedacht eigentlich, die bricht mir auseinander, aber soweit ist es wahrscheinlich noch nicht. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich sie da wieder abgefangen bekomme. Sind immer noch, jetzt sind wir langsam wieder unter Mach 1. Man hört es auch am Sound. So, und knapp im Tiefflug über den Boden abgefangen. Bremsen raus.
Und erstmal Geschwindigkeit abbauen. Also je tiefer man fliegt, umso dicker ist die Luft quasi. Umso noch mehr Auswirkungen hat das auf die strukturelle Belastung der Maschine, wenn man da zu schnell fliegt. Aber jetzt sind wir hier schon wieder eigentlich im Parameter, im richtigen Rahmen. Landung, nächstes Thema, schwieriges Thema. Anflug mit, ja, ich bin hier schon fast zu langsam. Bin hier schon bei 120 Knoten, das ist eindeutig zu langsam. Da sollte man hier vorne über der Landeschwelle bei 120 sein. Man 140, 150 so anfliegen. Und dann langsam warten, dass die Kiste runtergeht. Also nicht wie bei den modernen Kampfflugzeugen runter und dann kurz vorm Strömungsabriss abfangen. Und möglichst Bremsen, Flaps rein, damit die Bremswirkung größer ist, also die Landeklappen. Und versuchen zum Stehen zu kommen, was gar nicht so einfach ist, wenn man 120 nicht an der Landebahnschwelle hat, sondern deutlich zu schnell ist. Schön hier vorne auch die Beleuchtung, die Lampen, die kann man rausfahren, einfahren schon. Also gefällt mir sehr gut das Modell. So, nochmal zum Stehen kommen. Und geschafft. Erstmal frische Luft. Wie gesagt, wenn man zu schnell ist bei der Landebahn, dann passiert Folgendes. Man kriegt die Kiste nicht mehr zum Stehen. Das ist jetzt auch Bremstechnik vom Stand der 60er Jahre. Und dann passiert das hier. Ja, Bugfahrwerk kaputt. Flugzeug auf dem Kopf. Im günstigsten Fall. Wenn man richtig Pech hat, so wie hier, ist man tot. Und das Ding brennt. Und beim Start sollte man unbedingt auch aufpassen, was vor einem passiert und wie der Winkel ist. Und das ist meine Lieblingslandung. Aus Versehen auf der Rollbahn, Bugfahrwerk gleich weggehauen und ich dachte mir, hey, wie sieht eigentlich der Schleudersitz aus? So, das ist ein kurzer Überblick zur gerade erschienenen F-86 Sabre für DCS World. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mehr fliegen wir demnächst, wenn das nicht mehr Beta ist, wenn die Handbücher besser raus sind und es dazu Missionen gibt.